Verstehe ich, Tausend und ein Fall einer Übersetzerin ist eine Komödie, es ist ein Theaterstück, wo ich all meine Erfahrungen als Dolmetscherin, ich arbeite ja seit 20 Jahren als Dolmetscherin für Russisch und Persisch, auf die Bühne gebracht habe. Ich habe viele verschiedene Situationen erlebt bei all den Ämtern und Institutionen. Es sind absurde Situationen, lustige, aber natürlich auch tragische. Und verstehe ich heißt, weil ich diesen Satz sehr oft höre, verstehe ich, die Leute wollen sicher sein, dass man sie versteht. Und tausend und ein Fall, ich komme aus Tadschikistan und das gehörte mal zu Persien und jeder kennt tausend und eine Nacht und deswegen ist das die Verbindung tausend und ein Fall einer Übersetzerin. Ich wollte einfach aus meiner Perspektive erzählen, was ich erlebe, wenn verschiedene Kulturen aufeinander treffen. Das heißt, was passiert, wenn man sich verstehen möchte. Und dieses Stück soll zur Selbstreflexion anregen. Die Leute können sich von der Seite sehen und vielleicht sich wiedererkennen oder sagen, das habe ich nicht gewusst. Ich hatte es nicht berücksichtigt bei letzter Erfahrung. Das sollten die Leute quasi mitnehmen. Ich habe das auch sehr oft erlebt. Danach, nach der Aufführung, kommen Menschen zu mir und sagen, vielen Dank, ich habe das gar nicht so gewusst, wenn es um kulturelle Unterschiede geht, dass sie das nicht berücksichtigen bei der Frage oder bei der Begegnung. Und das sollte eigentlich anregen. Die Angst, Vorurteile, Stereotypen, die fehlende Bereitschaft, aus sich selbst rauszugehen und sich für den anderen zu interessieren, das ist ein Hindernis, ja, weil wenn ich es schaffe, diese Brücke herzustellen, sich für den anderen zu interessieren, dem zuzuhören, dann passiert die Kommunikation, ja. Das ist, glaube ich, einfach die Lösung. Ja, miteinander Tee trinken und reden, das hilft ja. Egal, ob man mit Händen und Füßen redet, aber wenn man sich füreinander interessiert, dann kommt man auch näher.